Ja, hallo liebe Fans der Fußballecke. Sonntag und ich habe mich auf den Weg gemacht, wie ihr alle mitbekommen habt. Das Spiel unserer ersten Herren in Wietzendorf fällt aus. TV Jörn Schneeferding hat hier zu viele Corona-Fälle und ich habe einige Angebote bekommen, einige Tipps, wo dann hochklassiger Fußball gespielt wird. Und dafür möchte ich mich bedanken und bitte euch natürlich, das auch immerhin weiter so zu machen. Ich kann mich aber tatsächlich dann am Wochenende nur für ein Spiel entscheiden und ich bin heute hier beim ASV Fassberg. Ja, ASV Fassberg spielt gegen TuS Höfer. Es ist im Prinzip, ich muss es tatsächlich ablesen, Fünfter gegen Sechster, wobei die beiden Vereine 6 Punkte trennen. Für den ASV Fassberg hier geht es tatsächlich noch darum, die Aufstiegsrunde zu erreichen. Und ja, ich bin gespannt, freue mich auf ein tolles Fußballspiel, hoffe auf viele Szenen und bei denen wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ciao! Ja, liebe Fans der Fußballecke, ihr habt es gesehen. Am Ende trennen sich der ASV Fassberg und TuS Höfer 1:1. Bei mir Trainer Dieter Seiwig. Dieter, kurz bevor das Spiel zu Ende ist, stehe ich hier oben und denke mir so,
unnötig spannend gemacht, das Spiel. Hab mir aber gleichzeitig gedacht, gut, zur Spannung gehört auch eine Mannschaft, also eine zweite Mannschaft, die aufs Tor schießt. Und kaum Torschuss, ich glaube ein Torschuss von Höfer und dann der Elfmeter und dann geht so ein Spiel 1-1 aus. Sag was dazu. Tja, was soll ich sagen? Hat schon frühere Fußballer haben gesagt, das Spiel dauert 90 Minuten, der Ball ist rund und genau das ist passiert. Ja. Wenn man gesehen hat im Spiel, die Chancen, die wir gehabt haben, reicht eigentlich für ein 10-1 heute, ja. Theoretisch, wenn ja, man es sieht. Aber war Unvermögen von den Spielern, nicht der letzte Biss beim Torschuss, hat man genau gesehen. Bis zum 16er super Fußball gespielt und halt Chancenverwertung, ja... Katastrophe. 6,0 wird man in der Schule sagen. Ne? Im Prinzip Höfer im Griff gehabt. Man kriegt in der, ich glaube, 12, 13. Minute den Elfmeter, der gegen den Pfosten geht. Dann wird eine Situation von euch noch auf Abseits abgepfiffen. Schiedsrichter, Beobachter saß hier oben mit. Also wir waren uns einig, das war 4 Meter kein Abseits. Dann geht ihr mit, ja, denn das 1-0, dann irgendwie verliert ihr dann so den Faden, verliert ihr ja eigentlich gar nicht, sondern ihr habt ja die Chancen. Ihr spielt ja, wie du gerade sagst, bis zum 16er mal weiter und dann kommt's, und das sage ich einfach mal so als neutraler Beobachter, 2-3-10, der Übersteiger, ne? Ich muss jetzt irgendwie, und dann verliert man den Ball und dann macht man die Dinger nicht und dann kriegt man einen Handelfmeter. Du standst dicht da dran. Man muss ihn geben, wenn ich so betend dort stehe. Genau, ich hab's auch so gesehen. Also da ist Pech in so einer Situation, ja. Aber wie gesagt, Höfer hatte das ganze Spiel kein Spielsystem, keinerlei Ideen. In der ersten Halbzeit im Mittelfeld ja überragend viel Platz gehabt. Konnte man, wie gesagt, bis zum 16er schön nutzen, aber ja, heißt jetzt im Training einfach mal, das Tor muss getroffen werden. Und ja, man kann nicht viel dazu sagen. Ich glaube, es ist eindeutig, das Spiel haben wir selber verbockt. Oder? Ja. Das 1-1 Sieg wäre mehr als verdient gewesen. Über die Höhe hätte sich Höfer auch nicht beschweren dürfen, wenn sie 5, 6, 7, 8 heute gekriegt hätten. Ist so. Was will man machen? Ist schade. Wichtig wären die 3 Punkte gewesen für unser 10. Platz. Genau. Ich weiß jetzt noch nicht, wie die anderen Mannschaften gespielt haben, aber werden wir sehen. Aber egal. Ja. Auf einen Punkt ist ein Punkt. Ja, Punkt ist ein Punkt. Und Dieter sagt es gerade, wer die Dinger vorne nicht macht, braucht sich nicht wundern, wenn man nicht hinten kriegt. Genau. Und das war's von mir hier aus Fassberg. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche und wir sehen uns dann nächstes Wochenende dann wieder mit dem TSV Wietzendorf-Spiel. Das war's von hier. Ciao.